Das Bezirksliga Westmatch zwischen dem FC Die Maklergruppe Mundafing und Mönzkirchen widmet Ihnen. Versicherung Helvetia. Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Maklerservice der Landesdirektion Oberösterreich sowie die Maklergruppe Versicherungsmakler GmbH. Zwei starke und zuverlässige Partner für alle Versicherungsangelegenheiten. Nicht nur der frische Wegen. Spatzenecker, Frischgeflügel vom Innviertel. Spatzenecker.com. Wer das versäumt, ist selber schuld. 9. Oktober 2016. Das vierte Bierkistenrennen des FC Die Maklergruppe Mundafing. Tollkühne Fahrer auf motorisierten Bierkisten. Der pure Wahnsinn. Anmeldung und Infos auf www.bierkistenrennen.info. 8. und 9. Oktober 2016. Das Austrian und European Cross-Country-Finale in Mernbach bei Ried. Österreichs größte Cross-Country-Rennserie gibt sich im Innviertel die Ehre. Alle Infos findet man auf der Seite des Veranstalters www.hsv-ried-mx.at. 26. Internationaler Baumit Junior Cup der Union Handyshop Esternberg in der Bezirkssporthalle Schärding vom 27. Dezember 2016 bis 7. Jänner 2017 mit Spitzenteams wie Liverpool, Tottenham oder Borussia Dortmund. Infos und Mannschaftsanmeldung unter esternberg.com. In Runde 7 der Bezirksliga West empfängt der FC die Maklergruppe Mundafing den FC aus Mönzkirchen. Da in Mundafing ein Fußballmatch nicht nur das berühmte 22 Männer jagen hinter einer runden Kugel her, sondern ein richtiges Familienfest für die gesamte Familie ist, gibt es für Jungpapa Thomas Girbel Breitenthaler vor dem Anstoß Geschenke. Apropos Familienfest. Ein solches steigt auch am Sonntag, den 9. Oktober. Die kreativen Jungs des FCM haben vor einigen Jahren einer völlig verrückten Geschichte das Benzinlieben eingehaucht. Naja, es ist vor 5 Jahren entstanden. Wir haben heuer zum 4. Mal das Bierkistenrennen in Mundafing. Es geht darum, dass sich die Teilnehmer in einer handelsüblichen Baumgartner Bierkiste einen Motor verbauen und damit Rennen fahren. Jetzt ist das Medieninteresse natürlich gewaltig, habe ich gehört. So ist es, ja. Es ist bei uns dadurch, dass unsere Kaffeehauswirtin, die Julia Fuckenberger, bei ATV bei einer Sendung dabei ist, haben wir bereits um 11.30 Uhr die Dreharbeiten zur Sendung Wirt sucht Frau oder in dem Fall Wirtin sucht Mann. Wer kann da eigentlich alle mitfahren? Mitfahren kann eigentlich im Prinzip jeder, Firmen, Hobbybastler, Stammtisch, Vereine, jeder, der ein bisschen Benzin im Blut hat oder auch einen Strom. Strom deswegen, wir haben einen dabei, einen Teilnehmer, der wird mit einer Elektrobierkiste antreten. Über 300 Fans sehen dann keine rasenden Bierkisten, aber schnelle Gäste aus Mönzkirchen. Mundafing spielt auf Abseits, ist aber keines und hat dann viel Glück und ihren Einser Isanovic auf der Habenseite stehen. Gespielt sind in der Maklergruppe Arena gerade einmal 5 Minuten. In der 13. Minute ist die Stockinger Elf ein weiteres Mal nahe dran an der Führung. Schmidtbauer mit dem weiten Pass auf Warneck und abermals ist es FCMs Goalie Isanovic, der das 0:1 verhindert. Eine Minute später dann endlich das erste Lebenszeichen der Kainz-Mannschaft. Bedak versucht es mit dem Heber, es bleibt aber beim Versuch. Es läuft die 24. Minute. Die Heimabwehr attackiert Mönzkirchens Hamusch viel zu lasch. Der schiebt die Kugel Richtung langes Eck und dort hat Daniel Warneck keine allzu große Mühe mehr, die Gäste mit 1:0 in Front zu bringen. Nur 10 Minuten später schläft die Heimabwehr bei diesem weiten Ausschuss von Gästetormann Fuchs wieder einmal tief und fest.
Nutzen ist er daraus beinahe Florian Wallner. Sein Schuss wird gerade noch in den Corner abgefälscht. 5 Minuten vor dem Pausenpfiff durch den guten Schiri Yilmaz hat der FC Mundofink durch Kapitän und Jungpapa Girbel noch die Möglichkeit zum 1:1, lässt diese aber ungenützt. In der 44. Minute zeigt sich ein weiteres Mal, wie verwundbar die Heinz-Elf über die Seite lässt. Wallner auf Hamusch, die Heimboys können gerade noch das 0:2 verhindern. Und so führt nach 45 Minuten der FC Münzkirchen beim FC die Maklergruppe Mundofink nur mit 1:0. Das Bezirksliga Westmatch zwischen dem FC die Maklergruppe Mundofink und Münzkirchen widmet Ihnen Versicherung Helvetia. Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Maklerservice der Landesdirektion Oberösterreich sowie die Maklergruppe Versicherungsmakler GmbH. Zwei starke und zuverlässige Partner für alle Versicherungsangelegenheiten. Nicht nur der frische wegen. Spatzenecker, Frischgeflügel vom Innviertel. Spatzenecker.com. Wer das versäumt, ist selber schuld. 9. Oktober 2016, das 4. Bierkistenrennen des FC, die Maklergruppe Mundofink. Tollkühne Fahrer auf motorisierten Bierkisten, der pure Wahnsinn. Anmeldung und Infos auf www.bierkistenrennen.info. 8. und 9. Oktober 2016, das Austrian und European Cross-Country-Finale in Mernbach bei Ried. Österreichs größte Cross-Country-Rennserie gibt sich im Innviertel die Ehre. Alle Infos findet man auf der Seite des Veranstalters www.hsv-ried-mx.at. 26. Internationaler Baumit Junior Cup. Der Union Handyshop Esternberg in der Bezirkssporthalle Schärding vom 27. Dezember 2016 bis 7. Jänner 2017 mit Spitzenteams wie Liverpool, Tottenham oder Borussia Dortmund. Infos und Mannschaftsanmeldung unter esternberg.com. Halbzeit 2 beginnt mit einem guten Freistoß durch Mundofinks Kainz, aber Gästegoalie Fuchs ist am Posten. Danach dauert es bis zur 62. Minute, ehe den Fans wieder etwas geboten wird. Wohlgemerkt den Gästefans. Warneck packt sich die Heimabwehr ein, knallt das Leder, dann aber in den Herbsthimmel. Eine Viertelstunde vor Schluss ein Freistoß für Münzkirchen. Hamusch kurz auf Hötzeneder und schon wieder brennt es lichterloh im FCM-Strafraum. 10 Minuten vor dem Ende lässt Florian Wallner die Hintermannschaft des Heimteams ein weiteres Mal sehr schlecht aussehen und netzt dann zum 2:0 für den FC Münzkirchen ein. Das ist wohl die Entscheidung in diesem Bezirksliga-Westmatch der Runde 7. Schon in der Nachspielzeit hat Mundofinks Hullam mit der wohlgemerkt einzigen Mundofinger Chance in Hälfte 2 zumindest den Ehrentreffer am Fuß. Wir liegen über den Rest dem Mantel des Schweigens. Kurz darauf beendet der beste Mann am Platz, Schiri Servan Yilmaz, das Leiden der Heimfans. Der FC, die Maklergruppe Mundofink, verliert zu Hause gegen den FC Münzkirchen mit 0:2 und bereitet damit dem Herrn Präsidenten ganz sicher keine Freude. Wir haben keine einzige Torschance in 90 Minuten. Also ich weiß nicht, an was es liegt, aber ich bin schon enttäuscht. Jetzt geht es nächsten Freitag um 19.30 Uhr zum großen Derby nach Schalchen. Ja, da haben wir wieder genau bei dem. Ich hoffe, dass es auswärts dann wieder besser läuft, obwohl dieser andere Gegner, der spielt meines Erachtens bis zum Schluss vor mit. Und ich glaube, dass bis zum Schluss Schalken und Utzenreich die Meisterschaftsgeschichte ausmachen. Und es wird für uns schwerer, aber ich glaube, dass wir uns besser verkaufen in Schalken wie heute aus gegen Münzkirchen.